Hallo und herzlich willkommen bei Peter Zeidler Barbecue zu dem herrlichen Urlaubswetter. Ja, wir bleiben in Deutschland, leider zurzeit, aber desto trotz kennt ihr alle das spanische Gericht Gambas al Ajillo. Die machen wir heute mit in der Cazuela oder Cazuela, wie auch immer, mit schönen, wenn größeren Gambas. Das sind Salzwassergarnele, heißt die. Knoblauch. Ich würze die Garnelen mit El Paso. Hab noch Chili dabei, dass es ein bisschen schärfer alles wird. Ein bisschen Weißbrot und natürlich Olivenöl. Der Grill ist natürlich hochgeheizt auf 300 Grad. Jetzt tun wir gleich mal zuerst die Cazuelas mit Öl füllen. Ich habe hier ein Olivenöl. Da gibt es wieder welche, die sagen, naja, das wird, ist wieder zu heiß und so. Aber ja, das ist schon in Ordnung, denke ich. Machen wir schön so ein Viertel voll. Und als allererstes kommen die natürlich auf den Grill, dass die richtig Wumms haben. Noch ein bisschen hier, da noch ein Schlückchen. Da und da. So, die stelle ich jetzt unten drauf. Regnet natürlich, ist nicht so einfach. Lassen wir so und schließen den Deckel gleich wieder, dass gar kein Wasser reingeht. Und lassen die richtig schön heiß werden. In der Zwischenzeit tun wir unsere Garnelen ein wenig marinieren. In Spanien passiert das nicht, aber ich tue es trotzdem ein bisschen würzen, dass wir einfach ein wenig mehr Wumms haben. Ja, dann haben wir unseren Knoblauch. Da habe ich schon was geschnitten, den schneiden wir in schöne Stückchen. Und zu den Garnelen geben wir noch etwas Heat dazu, Wärme, das braucht man heute. Also ich hoffe, ihr könnt nach Spanien alle reisen, aber falls nicht, typische spanische Vorspeise passt super geil zum Cerveza oder Rotwein, wie auch immer. Ich warte jetzt kurz, bis meine Schalen auf Temperatur sind und dann würden wir anfangen. Okay, bis gleich. Schauen wir mal, ob es schon so weit ist. Ich nehme mal so eine Knoblauchzehe und schmeiße in eine rein. Ein bisschen noch. Ein bisschen brauchen sie noch Temperatur. Da drüben brutzelt schon, ist wegen Wasser drin. Noch eine Sekündle. Wir haben jetzt 3 Minuten um. Ich schätze, nach 5-6 Minuten haben die volle Wucht. Und dann geht's los. Boah, und dann kannst du so richtig schön, das ist so richtig, du saugst ja mit dem Brot dieses Öl auf. Kennt ihr das noch im Urlaub? Schöne Sonne dabei, am Sonnenuntergang mit Sonnenbrand. Und dann kommen die Cervezalichter danach. Oh, ein guter Unterlauch, sagen wir in Franken, ist das ein guter Unterlauch. Also warten wir noch kurz, bis gleich. Ich denke, es ist soweit. Jetzt nehmen wir den Knoblauch, verteilen den auf 4 solche Schälchen. Da muss er ein wenig knusprig sein, ne? Oh, Gerüchle, schon ein Gerüchle. Aufpassen, dass nicht zu viel Wasser reintropft. Dann lassen wir schön braun werden, bevor wir jetzt die Garnelen reinlegen, okay? Und was ich dann empfehle, ich bin mir nicht sicher, aber ob es recht zischt, ich würde dann vielleicht kurz den Grill ausmachen, nicht, dass es überschwappt und dann hochbrennt. Okay, da müssen wir aufpassen. Ganz wichtig. Sorry, ist typisch spanisches Wetter hier, es regnet. Ich denke, da tun wir noch ein wenig Feuer hin. Oh, herrlich, wie es brutzelt. Das reicht dann fast schon, dass wir auch die Garnelen dazu tun können. Ich mache es mal sicherheitshalber aus. Wir starten dann gleich wieder neu. Ich nehme jetzt mal die Hände. Dann hat 4-5 Stück rein, passiert nichts. Starten wir gleich wieder neu. Jawohl, passt. Jetzt warten wir kurz und dann drehen wir da einmal drinnen und dann sind sie fast schon fertig, dass wir sie rausnehmen können. Ja?
Jetzt schauen wir mal, wie es ausschaut. Ah, herrlich. Jetzt drehen wir die da drinnen leicht. Beide Seiten. Achtung, schaut her, gefährlich. Das ist wie Urlaub. Wenn es natürlich noch das Wetter passt, ist es natürlich noch viel schöner. Ne? Ist ja klar. Boah, das habe ich immer geliebt. In Spanien ist natürlich ein wenig heiß hier. Herrlich, 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 die Teilchen. Schaut gut aus, oder? Warten wir noch kurz. Schauen wir noch mal nach. Da müssen wir noch mal drehen. Die schnorkeln schön vor sich hin. In Spanien tun sie immer ein bisschen mehr Öl rein, aber da das auf dem Grill ist, habe ich das noch mal nicht gemacht. Aus Sicherheitsgründen, ja. Ich probiere das jetzt schon mal hier. Die stellen wir gleich hierher. Eins, zwei. Also wir sind keine Schönwettergriller, ne? Wir grillen immer. Okay. Hier tropft es auch schon. Jetzt tun wir noch etwas verfeinern das Ganze. Mit dem Tomätle in der Mitte. Herrlich. Ha? Und das als Franke hätten wir nicht gedacht früher, ne? Dass es ein Franke schafft. Aber wir sind natürlich schon Urviecher, ne? Sorry, das tropft hier. Jetzt können wir den Grill ausmachen. Die Temperatur reicht auf jeden Fall. Wir haben hier immer noch 280, 290 anliegen. Ich freue mich. Die Cashew-Tomate können wir vielleicht noch ein bisschen drehen, dass die aufplatzt. Herrlich. Der Träumle. Schau dir das an. Ja, Kameramann. Ein Traum. Die holen wir jetzt auch runter. Wie soweit? Kurzes Video. Schöne Kelle ist natürlich geil. Oh, die brutzeln schön. Ein Gerüchle, sage ich euch. Ist kaum auszuhalten. Dann schneiden wir hier ein wenig Weißbrot. Das brauchen wir. Ist natürlich sau heiß jetzt alles. Dann muss man nebenbei liegen. Danke, Herr Kameramann. Jetzt das zu probieren ist natürlich höllenmäßig. Ich dunk schon mal ein hier an dem. Oder an dem, das seht ihr besser. Knoblauch ist auch dabei, schaut her. Das lasse ich ein wenig abkühlen. Nehme da mal eine Garnele raus. Muss ich jetzt ein wenig blasen, sorry. Geil. Schön scharf. Ich freue mich schon auf die Bierchen danach. Voll geschmackig, richtig geil. Die Sonne geht auf. Wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Peter Zeidler.